Miwitz Vegantisch. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Idee. Eigentlich hatten wir die Idee ja schon länger, ja? Schon vor den ganzen Miwitz-Sendungen. Wir hatten nämlich überlegt, eine Kochsendung zu machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, Miwitz Vegantisch. Ganz genau. Und wir sind heute mal rausgefahren ins Freie, auf eine grüne Wiese in der Nähe von Teltow. Wir werden bestimmt bald mal Flugzeuge hier drüber fliegen. Leider ist unser Antrag auf Sperrung des Luftraums nicht angenommen worden. Aber gut, wir müssen uns dann so durchschlagen. Und mit dabei Ernestine Minzart von Lind. Die kennt ihr, viele kennen die bestimmt. Meine Assistentin von Miwitz. Und sie war jetzt lange nicht mehr im Bild und ist jetzt wieder da. Und gleich erzählen wir auch mal so ein bisschen, wie es dir so geht. Erstmal, was willst du machen heute? Also ich mache, ich habe noch keine Bezeichnung dafür. Ich würde sagen, es sind so Nester, ein grünes und ein rotes Nest, bestehend aus Kohlrabi und rote Beete, sozusagen wie so eine Art Blub. Spaghetti. Der Pfeffer. Und ich will den sowieso hier machen. Und dazu kommt dann ein Pesto, ein grünes Pesto. Das ist so meine Idee, die ich da habe. Und ich mache marinierte Pilze und zwar roh. Das habe ich gegessen bei der Britta, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, also in Hasloch, die ja so eine vegane Ernährungsberater, vegan rohköstliche Ernährungsberater ausbildet. Mir fällt der Name bestimmt noch ein, Britta. Und ich fand das so genial, dass man Pilze roh machen kann, ne? Und es richtig gut schmecken. Das will ich jetzt mal nachmachen. Einmal habe ich es gemacht schon. Gut, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich würde sagen bei dem Raspeln oder die Spiralen von Kohlrabi. Ich mache dir die Spiralen, Bitte. Ja. Genau. Und in der Zeit kann ich mich ja ums Pesto kümmern. Also ich mache das jetzt einfach so, wie es mir gerade so durch den Sinn kommt. Also ja. Würde ja gerne noch Gänseblümchen nehmen, aber hier wachsen leider gar keine. Und keine Gänseblümchen. Kräutlein, da weiß ich nicht so genau, ob ich die mal nur einmal genießen kann. Deshalb lasse ich es lieber. Gut. Sollen wir es schälen, die rote Beete? Ja. 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 Ja, das hat einen Grund. Also man sieht es vielleicht bei dir auch. Wie geht's dir denn? Was hat sich bei dir also, ergeben? Also mir geht's hervorragend. Was sich bei mir ergeben hat, ergeben kann man wirklich sagen. Also, du bist zu zweit hier. Ich bin zu zweit hier, genau. Es wächst und gedeiht in meinem Bauch. Mhm. Und bald, also im Dezember, werde ich dann offensichtlich nicht mehr nur alleine hier sein vielleicht. Also wenn ihr wisst, was ich damit meine. Dann brauchen wir eine andere Ton. Noch eine raffiniertere Tonanlage, ja, wenn wir dann nur alleine auf dem Ton drauf sein wollen. Na, dass so bestimmte Geräusche rausfiltert, wie Babyschreien. Zum Beispiel, genau. Genau. Ja, schön. Und dir geht's richtig gut, ja? Mir geht's richtig gut, ja. Das ist irgendwie, seitdem ich das weiß, dass da was wächst, ist es irgendwie hervorragend. Ja, toll. Freue mich für dich. Das ist echt ein Geschenk. Also es ist einfach fantastisch. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Das sind übrigens gerade Cashewkerne, die ich hier noch mit rein tue. Die sind vorher eingeweicht. Ja, die haben wir über Nacht eingeweicht. Und ich weiß jetzt nicht so genau die Dosierung. Also ich guck einfach mal. Ich finde es ja schön, wenn man wirklich einfach macht. Ja? Und gar nicht groß drüber nachdenkt. Und einfach so dem sich überlegt, wie einem der Bauch das gerade sagt. Ja. Wenn er natürlich nichts sagt, der Bauch, dann ist es schwierig. Aber darum geht es ja. Deswegen gibt es ja so viele Kochbücher, weil man auch die Leute auch verlernt haben, so richtig auf ihren Bauch zu hören. Und das ist jetzt, wie wird das ausgeschrieben? Arganöl, so ziemlich das teuerste Öl, was du gerade verwendest. Es riecht nussig. Kannst auch Leinöl noch mit reinnehmen. Also, ja. Das hat mein Bauch gerade noch nicht gesagt. So, ich wollte ja darauf hören, was der mir sagt. Der hat gesagt, das. Also wir haben Olivenöl einfach vergessen. Aber finde ich nicht schlimm. Wir probieren es einfach mit anderen Sachen. Mal sehen, wie es schmeckt. So, genau. Also hier, das kennt ihr bestimmt. Ja.
Zack. Und ihr kennt auch die Probleme. Ich werde das mal hier abschneiden. Ja. Das ist aber irgendwie toll. Färbt natürlich ordentlich. Ehrlich? Super. Tja, brauchen wir da noch Kohlrabi? Ja, brauchen wir. Ehrlich? Das sieht ja super aus. Ja, kann man noch was draus basteln. Genau, legst zur Seite. Wird verwendet. Und den mit dazu oder daneben machen, den Kohlrabi? Nein, der kommt extra in eine Extraschale, so habe ich mir das so gedacht. Mhm. Ja, dann muss man genau umdisponieren. So, ich muss hier mal weiterkommen oder möchte. Ja. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht so gemacht, diesen Gerätschaften. Mhm. Aber... Ja, du musst richtig, das ist, aber soll ich es mal machen? Bitte, also erst halt mal, den Tisch fest. Also ich muss auch sagen, das ist meins, das habe ich schon vor langer Zeit mal bekommen. Warte mal, nimm mal das Brettchen vielleicht weg. Ja, ich kann es auch so. Damit kann man auch fantastisch Eis machen, einfach gefrorene Früchte, Himbeeren oder so, Sojasauce, Sahne oder... Quatsch, so ja Milch dazu. Drehen. Und dann haben wir ein fantastisches Eis. So, ob das für Pesto geht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, du musst noch mehr reinmachen. Also ich finde ja, hier machen wir richtig alles. Die Variante mit dem Soja, also mit dem Eis, ganz schön, wenn man dann Soja-Joghurt nimmt. Von der Konsistenz her, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ja, klar. Was meinst du mit alles? Soll ich die ganzen Cashew? Ich habe mir auch gedacht, das wird ein bisschen feiner noch. Ja, es also, muss mehr sein. Muss der Marcelli noch ein bisschen mehr kurbeln wahrscheinlich auch. Müsste ich ja noch Kohlrabi-Blätter reinmachen? Kohlrabi-Blätter? Mm, ja. Ja? Ja. So, wir wollten mal ein bisschen über dich reden. Echt? Wollten wir das? Ja. Ernestine ist ja, ja Schauspielerin. Ach. Nee, deswegen. Die riechen toll. Also, wir versuchen ja, oder du hast ja quasi die Rolle der Gelinde spielst du in Mivitz. Mhm. Aber das soll ja nicht alles sein, ja. Mhm. Das ist ja auch so nicht deine, alles. Deine Welt ist so das, auch das, eher das, so das Theater, ja. Aber ich glaube, es macht dir trotzdem Spaß. Ja? Auf jeden Fall. Ja. Und. Brauche ich doch das Pfeffer, das ist da unten irgendwo, ne, ins Gebüsch. Ja, warte, ich kann dir hier, warte mal, ich mache hier Urwaldpfeffer. Ich hab's schon. Ich wollte dir hier mit dem Dings hier. Achso, ja, oh, was ist denn das jetzt hier? Wir haben einen Besucher bekommen. Eine kleine Hummel oder so. Das ist ja nicht, boah, wie geht denn das hier? Das ist der rosa Pfeffer. Wolltest du den Urwaldpfeffer? Ja, rosa Pfeffer hat ja nämlich einen ganz anderen Geschmack. Ja. Ich habe Urwaldpfeffer verstanden, hast du nicht gesagt. Rosa Pfeffer, ja, Urwaldpfeffer ist der hier. Ach so, genau. Aber ich finde gerade irgendwie den roten ganz cool. Ja, der rote ist natürlich toll. Ich liebe von rosa der Farbgebung Pfeffer. Her, das ist ja... Ja, rosa Pfeffer gibt natürlich einen ganz anderen Geschmack. Schön abgestimmt. Ein Wahnsinnsgeschmack, finde ich. Ja. Auf meine Nester. So, dann drehen wir mal nochmal hier. Ich finde das irre. Machen wir nicht so viel jetzt, ja, weil nicht, dass wir dann zu viel haben. So. Gut, danke schön. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Brauchst du auch noch welche? Ja, ja, ich muss ja auch mal anfangen. Ja, siehst du, dann passt das doch. Dann haben wir da reichlich. So, also. Also du hast unter anderem zum Beispiel hast du gerade ein Stück geschrieben. Ja, du schreibst auch selber, bist auch selbst Autorin. Und der rote Faden heißt das Stück. Ich kenne es selber noch nicht genau, aber wir wollen es mal zusammen produzieren, dass du auch vor der Kamera bist. Und genau. Es geht da quasi um die, ja, um so eine seltsame mystische Verbindung von zwei Menschen, die über den Tod hinausgeht. Weil man natürlich dann bei der Frage landet,
Was ist der Tod was überhaupt? Was ist der Tod? Was ist das Leben? Finde ich sehr interessant. Was macht das Leben aus? Und wie nehmen wir den Wert des Lebens wahr? Ja. Genau. Kannst du mir bitte mal die Abdeckung reichen? Genau. Abdeckung. Und das werden wir dann produzieren, in ein paar Abschnitten, dann hochladen, 10, 15 Minuten. Mal sehen, wie das sich ergibt. Machen wir genau, auch bald. Genau, es bleibt noch abzubauen. So, also hier den... Oh, da braucht man aber ordentlich Power. Ich möchte es ja gerne mal... Du hast das gemacht, so eine... Oh. So, also die Pilze ein bisschen salzen. Ja, das ist natürlich. Es ist noch genug da, macht überhaupt nichts, ist quasi überhaupt nicht rausgefallen. Also, Ach so, wo ich gerade sehe, magst du was trinken? ja, gerne, ja. Also nee, hier, also, es fängt ja gut an. Was ist das? Knoblauch fehlt natürlich, ne? Haben wir gar nicht. Schmeckt aber gut schon. Ja, das ist Limo. Rhabarberschorle. Eine Zitronenlimonade. Zitrone mag ich voll gerne. Ja? So, soll ich das dann übernehmen? Bitte, bitte. Das bitte sag mal, auch. Du bist ja, kann man das vielleicht zudrehen? Na ja, klar. Ja, Mensch. Zu? Ja, na eben. Ja. Ich dachte... Du weißt es. Dass Frauen sowas intuitiv... Ja, nee, irgendwie... wissen nicht, es ist alles übrigens, so voller Öl, dass ich es nicht mehr anfassen kann. Habe ich da was... Ich glaube, ich kann das alles darauf schieben. Ja, erzähl weiter. Ich glaube, ich kann das alles darauf schieben, dass ich so eine Art Vergiftung in mir habe oder die spüre und dass ich vielleicht auch ein bisschen in der Spur bin. Also deshalb, vielleicht ist das, man kann es ja immer auf irgendwas schieben und ich glaube, ich kann das jetzt wirklich durchaus auf die Vergiftungserscheinung schieben, weil ich habe nämlich jetzt, da ich schwanger bin, auch manchmal so Gelüste und dann habe ich Vanillesoße gegessen seit, weiß ich nicht wie langer Zeit, nach langer Zeit. Nach langer und, Zeit. Genau. Und das ist mir überhaupt nicht bekommen. Also es fühlt sich wirklich... Ein Attentat! Es fühlt sich wirklich ganz eklig an. Du hast gestern Abend noch so eine Vanillesoße gegessen. Richtig, ja, und genau. Und da ist mit ein bisschen Sahne drin. Und also heute Morgen bin ich aufgewacht. Und der ganze Bauch war noch mal mehr irgendwie... Ja, aufgebläht, als ob irgendwie dieser Stoffwechsel überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Ja, und auch so aufgequollen, so fühle ich mich einfach. Das ist so, dass der Körper natürlich, wenn... Aufgeschwemmt eigentlich. Dass wenn man Milch und Käse und Sahne isst die ganze Zeit, merkt der Körper ja nicht mehr, dann vergewaltigt man den sozusagen damit und dann verträgt man das dann auch, weil der Körper sich nicht mehr... Der Körper das dann... sich nicht mehr... Oh, guck mal hier. Der kommt aber nicht mit rein. Nee, natürlich nicht. Wo ist eigentlich mein großes Messer, das scharfe? Hier. Ja, also vergiftet. Also ich glaube, das war es jetzt mit dieser Vanillesoße. Also so toll, wie die Lust auch war darauf. Und dein Körper kennt natürlich Milch nicht mehr. Und hat sich wieder erholt von dem Milchkonsum und reagiert dann natürlich dann ganz anders darauf, wenn doch mal wieder was ist. Naja. Wie ist das mit den Gelüsten so in der Schwangerschaft? Also oder überhaupt die Veränderung der Geschmacksnerven? Du hast gesagt, sauer ist jetzt, zieht sich total an. Sauer ist gerade voll meins so. Also hier würde sich Zitrone auch ganz gut dran. Also das war jetzt auch gerade so mein Gedanke, Zitrone. Ja, also meine Gelüste sind, also ich habe jetzt nicht so abnormale Gelüste, also abnormal, was ist schon abnormal, aber jetzt Nutella oder irgendeine Schokocreme mit, keine Ahnung, mit irgendwas Herzhaftem ist jetzt nicht meins. Aber es zieht mich schon so zu sauren Sachen so. So saure Gurken, so kann ich schon sagen, ja. Warum geht denn der hier aus? Oder Linsen mit, also Linsen liebe ich total. Mhm. Auch so mit Essig und ein bisschen Zucker, so diese Art. Mhm. Und also herzhaft. Nicht so süß. Sondern also jetzt, ich weiß ja nicht, was da noch alles kommt, wie die Phasen sich da noch abwechseln, aber. Das wird alles schlimmer.
Ich war am Anfang so froh, dass ich eben nicht diese Heißhungerattacken hatte oder diese Gelüste oder Appetit. Aber seit ungefähr einer Woche, vielleicht anderthalb, ist das wirklich so, dass ich schon sehr gern esse. So. Also so schön Kartoffeln mit schön Sojaquark. Das machen wir übrigens auch alles, ja. Gerade diesen Sojaquark mit Dill und ganz viel Leinöl. Leinöl, genau. Das, ich werde immer wieder danach gefragt, wie mache ich das? So. Und das werden wir dann auch mal vorstellen. Wir haben übrigens überlegt, das ist ja heute die erste Sendung, dass wir dann auch Gäste einladen wollen. Nur ganz spontan auch mal machen, je nachdem wo wir gerade sind. Ich sage jetzt noch mal was zum Gericht. Also ich nehme jetzt hier Sojananda. Und zwar Sojananda pur. So, das gibt es ein bisschen das Sahnige. Magst du mal kosten, wie das für dich ist, oder? Ich muss mal kurz. Also, nee, eigentlich. Nee, das passt schon. Das passt schon. Das passt. Könnte noch ein bisschen feiner sein jetzt. Machen wir weiter. Ich muss mal hier die. Aber es ist in Ordnung. Ich nehme mal noch ein bisschen Walnussöl. Naja. Also, Leinöl ist jetzt dran und. Dieses Arganöl und Walnussöl, Salz, Pfeffer, Cashewkerne, Kohlrabi-Blätter, Zitrone. Ist das? Und hab ich vergessen? So die Technik toll geplant immer und immer mache ich irgendwas falsch. In dem Fall ist jetzt der Akku leer. Nehmen wir halt eine andere Kamera. Ach, der Käferli. Hä? Der Käfer, sage ich. Ein Gast. Der erste Gast hier in dieser vegantischen Sendung, der Käfer, der kriegt hier einen Ehrenplatz hier. So, lasst hier zugucken. Erste Reihe, kann man sagen. Dann? Prost. Ja, es ist schon heiß hier, das ist Wahnsinn. Es ist kurz nach 9 morgens und wahnsinnig heiß. Oh, herrlich. Ich liebe auch Leinöl. Ich finde auch Leinöl sehr, sehr unheimlich wertvoll wegen dem Omega-3. Und ja, das habe ich jetzt hier dran gemacht. Ich mache so ein bisschen hier Habanero-Hot-Soße dran, also hier so Tabasco-Soße, aber aus dem Bioladen. Kochen übrigens grundsätzlich nur Bio und aus dem Bioladen. Also auch nicht aus dem Plus oder so, sondern... Auch nicht aus dem Minus. ist hier irgendwas abgegangen? Also ich weiß nicht, ich muss mal hier kurz ein... Ach ja, genau, mir ist was aus der Hose gefallen. So, jetzt bin ich mal gespannt, das kenne ich noch gar nicht. Sherry Balsamico. Er riecht. Ach übrigens, meine Geruchsempfindung ist auch sehr stark. Also. Ja, dann lasse ich dich riechen. Mal sehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, ich bewerte das nicht unbedingt, aber es ist einfach ein starker Geruch. Aber du magst ja sauer und deswegen kann ich ja richtig reindonnern. Ja. Also. Ich werde dann schon sagen, ob es zu sauer ist. Ich finde immer die Kombination, wenn was sauer ist, noch so ein bisschen Zucker dazu. Also bei mir jetzt persönlich, bei Linsen oder so. Senf hätte man noch ranmachen können, haben wir natürlich nicht mit. Süß-sauer kenne ich natürlich auch. Das ist, es gibt ein paar Lieblingsgerichte, gerade mit Linsen esse ich total gern süß-sauer. Aber ich bin auch so ein bisschen vom Zucker weg, weil ich merke das auch, dass mir das gut tut, wenn ich den Zucker nicht so mehr fröne. Und wenn man einmal weg ist, dann ist man weg. Dann hat man auch nicht so sehr die Gelüste. Das habe ich auch gemerkt. Dann ist natürlich schön alles verdeckt hier und so. Wir können es ja mal. Hast du eine Zwiebel dran vielleicht? Ich habe eine, klar, so eine Frühlingszwiebel. Eine Frühlingszwiebel. Also ich fange jetzt mal an. Hier liegt dein Pesto in der Kiste. Und die Kleine. Meins, ja. Na gut. Also ich fange mal an anzurichten. Ja. Kannst du mir bitte mal eine Gabel geben? Danke. Das wären jetzt hier rote Beete-Nester. So, mal gucken, was ich alles vergessen habe. Herrlich, wie herrlich, ja, toll, wie herrlich. Ne? Wow. Also, wir sind schon bei Meter.
wollen es mal nicht übertreiben. Ja, das ist endlos. Also das hört dann nicht auf. Super. Ich schneide es dir dann natürlich gerne durch, wenn du magst. Von der Optik her würde ich jetzt nicht alles drauf nehmen, genau. Schneid mal bitte natürlich hier. Nicht. Du machst jetzt die Pilze. Ja, die machen wir auch mit drauf, ne? Und die kommen auf den. Achso, das ist ja schon ab. Meinst du? Lass mich erst fragen, ob das geht. Darf ich es drauf machen, die Pilze? Lass mich kurz überlegen noch. Muss ja auch erstmal kosten. Das macht sie natürlich gut für ja, Partys oder so. Marinierte rohe Pilze. Und wenn die normalerweise müssen die natürlich ein bisschen länger ziehen. Dann werden die auch schön weich. Vielleicht mal gucken, wie sie sind. Mhm. So, bis noch einmal durchschneiden. Also ich würde sie 1-2 Stunden vor dem Essen machen, aber die ist schon sehr lecker. Würdest du... Nein. Ach so, ist die Frau. Schneiden. Nein, alles gut. Nein. Du hast das doch im Griff. Jawohl, so. Wie ist es mit scharf? Wie magst du scharf? Scharf ist auch gut, ja. Also ist, oder ist es sonst gut? Gut, jetzt ist ja. Thema erledigt. Genau. So. So habe ich mir das gedacht. In etwa. Ja. Pesto gebe ich jetzt dazu. In die Mitte. Ach so, wir nehmen 2 Teller, ja? Ich würde sagen, dass wir das gleich essen hier, ne? Gut. Ja, bietet sich an. Und dann darf ich von deinen marinierten Pilzen etwas schon anrichten. So, man kann natürlich vieles damit machen. Ich habe es schon. Der Klassiker ist natürlich die Zucchini. Aber weil das alle machen, haben wir das mal nicht gemacht. Genau. Guck mal hier, das ist toll, ne? Können wir machen. Das ist fast ein Springseil. Ja, total irre. Juhu, es ist angerichtet. Meins noch nicht. Noch ein bisschen Zitrone drüber. Zitrone ist ja, kann man ja nichts verkehrt machen mit Zitrone, meistens jedenfalls nicht so. Ja, das stimmt, Zitrone ist wirklich so vielseitig. Ich habe jetzt den Urwaldpfeffer nicht genommen, aber... Ne, wir haben ja den roten Pfeffer auch. Genau. So, was haben wir denn alles vergessen? Tja, was haben wir alles vergessen? Gute Frage. Zu trinken. Trinken darf man nicht vergessen. Und? Du hast Rhabarber? Falsche Richtung. Du hast jetzt Rhabarber? Rhabarber-Limonade, ja. Hm? Toll, ich liebe Rhabarber. Okay. Das ist so eine kleine Bio aus Berlin. So eine Fruchtmanufaktur. Der Käfer, der zweite schon, der zweite Gast hier zur Sendung. Und weil unsere Manufaktur noch so klein ist, haben wir für die schwierige Aufgabe, die Limo in die Flaschen zu bekommen, einen passenden Familienbetrieb an der Rhön gefunden. Oh, so ganz der kleiner Käfer ist jetzt voll mit Sojananda hier. Jetzt habe ich Werbung gemacht für den. Oi. Nein. Ich jag den nicht. Die Garner retten einen Käfer. Oi, der guck mal, hier. Live on Mivitz. Komm her. Ich will dich aufs Basilikumblatt legen. Auch erste Reihe. Oh Mensch. Oh. Ja, sollen wir die Rezepte eigentlich dann mal aufschreiben und im Abspann irgendwie nochmal präsentieren? Das können wir machen, ja. Wir setzen uns gleich auf die Bank und essen. Und während wir essen, seht ihr das dann nochmal, was da alles dran ist. Aber ihr habt ja schon gesehen, dass es gar nicht so sehr auf die Rezepte ankommt. Weil das ist gar nicht so unsere Intention. Sondern einfach das Bauchgefühl wieder zu erwecken.
was man eigentlich hat von Natur aus, ja? Also die Sinne für die. Der Käfer ist im. Es ist der dritte Gast hier zur Sendung, in der Sendung. Und was sind denn das für Käfer? Kannst du dich kennst du so die? Ein Käfer. Ja, es ist ein Käfer. Das ist genau der. Auch ein Käfer ist das, Mensch. Das habe ich nicht gesagt. Das ist ja auch ein Käfer, ist das ja, Mensch. Und dann klettert auch noch einer. Das ist wirklich ein Käfer. Mhm. Weißt du, was wir nicht machen? Wir machen mal den Deckel zu. Wir haben die Petersilie nicht verwendet. Also man kann natürlich noch, das wollte ich eigentlich noch ins Pesto machen. Na nur. Aber machen wir es nicht mehr. Macht ja nichts. Wo ist denn die Kurbel? Ach, die ist die Kurbel abgemacht. So, okay. Also, wie gesagt, es geht halt darum, jeder hat das in sich. Und wenn jemand sagt, er kann nicht kochen und er hat keine Ahnung davon, dann ist das, ging es uns mal genauso, mir zumindest. Aber man kann das ja alles wieder entdecken. Man muss nur das Gefühl wieder bekommen für das Essen und für die Nahrungsmittel. Und gerade wenn man vegan lebt und sich quasi mit dem Essen automatisch befassen muss, dann merkt man auf einmal, dass man ganz viel in sich hat und ganz viel weiß von Intuitionen aus und von Natur aus und wie toll das einfach ist, weil seit 2 Jahren bin ich vegan, seit 2,5 Jahren und seitdem esse ich total gern und mache total gern Essen und ganz irre. Und vorher schmeckt, war das nicht so. Das schmeckt, also ein bisschen Vertrauen und einfach klar. Ausprobieren und das ja, da kann man kann nichts verlieren so. Es kann mal runterfallen, ja, aber auch nicht schlimm. Ja. Wir setzen uns gleich auf die Bank. Genau. Und ja, sagen schon mal Adieu. Aus tschüss, dem Grün. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mal Bescheid, damit wir ein bisschen Feedback bekommen. Feedback. Genau. Gut. Gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Das geht nicht. Oh. Es wird schwierig hier. Ich vermische das mit meinen Haaren. Übrigens haben mir schon illustre Gäste zugesagt. Der Jerome Eckmeier. Nur die Frage, wann? Die Bea Bacher. Was hast du gesagt? Illustre Gäste? Tolle Gäste. Was heißt illustre? Habe ich verstanden, dass du illustre gesagt hast? Ich habe gesagt illustre. Ich denke gerade über die Bedeutung des Wortes nach. Also ich habe es schon mal gehört. War wahrscheinlich auch intuitiv richtig verwendet, aber... Ich würde jetzt intuitiv googeln. Lecker, sehr lecker. Also Cashewkerne... Also mir fehlt ein bisschen Salz noch. Schön leicht, angenehm so. Hat so eine Frische. Pilze sind auch super. Ganz lecker. Ist das jetzt Frühstück oder Mittagessen? Brunch. Wenn es das erste ist, ist es vielleicht ein Frühstück. Naja, gut. Quatsch. Obwohl von der Zeit her... Es ist kein Flugzeug vorbeigeflogen. Oder wir haben es nicht mitbekommen. Als wir hier aufgebaut haben, ist ein Flugzeug nach dem anderen geflogen. Das stimmt. Da ist unser Antrag doch genehmigt worden. Oder die NSA hat das abgehört mit und beobachtet uns und hat gedacht, ach, den tun wir mal einen Gefallen. Die wissen jetzt überall Bescheid. Überall Bescheid. Lecker. Echt lecker. Jetzt kommt ein Flugzeug.
Aber wir sind ja fertig. Ich schaffe nicht mehr. Du bist schwanger. Ja. Du musst für zwei essen. Für zwei oder für drei? Ja, noch nicht. Naja, ich hoffe für zwei. Ne? Hm. Am Montag habe ich einen Termin dann. Und dann werde ich wissen. Also, ich weiß nicht, ob man dann... also erstmal das Geschlecht. Wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich auch, ob es zwei oder drei oder eins ist. Aber ich denke, was es sei. Hast du schon einen Namen im Kopf? Ja. Aber die verrätst du nicht? Nein. Gut. Machst du dann in Mivitz? So wie Boris Becker damals bei Gottschalk. Echt? Hm. Weiß ich nicht. Hm? Weiß ich gar nicht. Ob du das machst oder? Nee, ob er das gemacht hat. Also das weiß ich nicht. Natürlich, das ist ja das, er ewig das gemacht her. Irgendwie 82 Jahre her, aber er hat das gemacht. Na, ich werde das erst sagen, wenn es dann auf der Welt ist. Werde ich es verkünden, wie es heißt. Ich würde es ja erst dann erzählen, wenn das Kind das dann auch versteht schon und schon spricht. Damit es dann auch noch live mit dabei ist. Quasi live bei der eigenen Namensverkündung. Und beim... Ich glaube, dass es gibt Probleme dann bis dahin. Ne? Also ein Kind ohne Namen. Ich weiß nicht. Im Standesamt verwendet man eben erstmal ein X. Oder ein Platzhalter, Alf oder so. Nee. Das habe ich früher übrigens auch mal gemacht mit meinen Babypuppen, ne? Wenn jemand dann gefragt hat, wie heißt denn dein Baby? Ich sage, es hat noch keinen Namen. Bei den Puppen? Hm. Mhm. Weil dir keiner eingefallen ist oder aus einem anderen Grund? Das fand ich manchmal toll zu sagen. So, es gab so Namen, die hatte ich. Kim fand ich damals als Kind, also da war ich so Kim. Halt Kind. Mhm. Fand ich Kim ganz schön. Aber das hat sich jetzt ist es nicht mehr so. Hat nichts Falsches. Es ändert sich halt der Geschmack, ne? Also. Die Kim hat mir übrigens auch ja noch eine zweite Sendung versprochen. Das wird ja auch machen. Überall steht was im Weg. Hast du den auch dran? Na klar. Ein Sherry-Balsam esse ich. Lecker, ne? Aber es riecht nicht stark. Also nicht im Essen. Na, was erwartest du denn? Ich habe gedacht, der ist strenger. Balsamessig. Ja. Aus Sherry-Trauben. Ja. Ich habe erst gedacht, so, nee, Alkohol, nee, geht ja nicht. Ne? Keine Spur genau von. Wie, ne? Genau wie Hanfsamen, dass die Leute denken, das ist berauschend. Ja. So. Hm?